Okay. Samus, wir haben weitere Informationen zu ihrer gesundheitlichen Verfassung gewonnen. Das besondere Fasern ihres Körpers scheint nach wenigen Sekunden eine Überreaktion auszulösen. Dies war uns nicht bewusst, als sie die PED erhielten. Wir brachten sie unwissentlich in Lebensgefahr. Dankeschön. Wir bitten um Verzeihung. Bitte unterschreiben Sie Antrag 345 und 376, damit Sie uns nicht mehr im Nachhinein verklagen können. Dankeschön. Bedenken Sie aber, dass Sie auf die PED angewiesen sind, um der dunklen Somnus entgegentreten zu können. Seien Sie vorsichtig beim Gebrauch. Wir versuchen derweil, diese besondere Fasern-Variante weiter zu erforschen. Ja. Ich finde es auch cool, dass das hier so im Spielgeschehen passiert. Und hier gibt es jetzt auch noch so eine Sache, da muss man auch erstmal drauf kommen. Hier unten seht ihr es. Bruchstücke einer Golem-Statue. Äußere Schicht ist strukturell stark beschädigt. Ja, da kann man jetzt nämlich, ich glaube mit einer Bombe, genau, da rein und da ist ein Energietank. Das ist der erste Energietank, wo du sagst, what the fuck, wie soll man den finden? Den kenne ich halt noch. Das ist einer der Energietanks, die halt relativ am Anfang liegt und relativ beschissen versteckt ist. Und den habe ich sogar selbst gefunden damals, glaube ich, aber auch nur, weil ich so ziemlich alles abgescannt habe immer. Und überall. Und wenn du das hier scannst, dann weißt du ja automatisch, wo du hin musst. So, da hinten, das war... Keine Ahnung, was das war. Wir nehmen es mal so hin. Dafür... Das hat ein bisschen Rampage gemacht. Ah, und jetzt fällt das Ding runter. Okay, jetzt wissen wir auch, wie weiterkommen. Wunderbar. Also ihr seht diese Rätsel hier, es ist halt irgendwie, natürlich ist es künstlich gemacht, ja. Niemand würde, wenn er auf so einen Planeten kommt und so unüberwindbare Stellen vor sich hat, immer eine Lösung finden, die gerade so auf die jeweiligen Fähigkeiten zugeschnitten ist, aber es ist ja auch ein Spiel, also da darf man natürlich nicht da das so großartig hinterfragen. Aber so allein die Tatsache, du landest hier auf einem Planeten und du musst dich allein durchkämpfen, das macht Metroid halt irgendwie aus. Okay. Das war nur so ein kleines Vieh. Das sah irgendwie stärker aus, als es war. Kommen wir da drauf? Oder müssen wir jetzt hier irgendwie... Ja, also hier können wir nichts mehr machen. Müssen wir hier irgendwas machen? Da oben gibt's was. Passage wird durch Trimmer blockiert. Mit Explosionsstößen müsst ihr das Hindernis beseitigen lassen. Ja, das ist schön, aber da kommen wir jetzt erstmal eh nicht hin. Hier oben das vielleicht. Oder? Nee? Was ist das hier denn? Gealterter Gelkristall. Verhärtete Kruste scheint unempfindlich gegenüber Beschuss zu sein. Auch für Eismissiles? Ja, auch für Eismissiles. Okay. Können wir jetzt hier hoch? Nein, hier können wir nicht hoch. Und... Nein! Nein, wieder ganz nach unten. Hey. Das ist immer so ein bisschen bitter, wenn das passiert. Konnte ich da jetzt eben was abgrappeln? Nee, das war nur dafür. Okay. Hm. Naja. Ah, hier können wir noch... Ne, Moment, hier waren wir doch eben, oder? Und dann hier? Waren wir hier nicht? Ja, hier waren wir. Können wir das da abschießen? Was ist das hier denn eigentlich? Ne, da hinten. Hä? kristallisiertes Brenngel. Gebilde ist instabil und reagiert empfindlich auf Beschuss. Ach so, so sollen wir das machen wahrscheinlich. Hä? Und dann da hinten ist vielleicht noch. Den da, der sieht... Ja, der sah besonders aus. Und jetzt wird das Ding da... Genau, und jetzt wird das da hier hochgeleitet und da hoch und... Boah, habe ich euch eigentlich mal erzählt, dass ich früher so Kettenreaktionen voll geliebt habe und auch voll gerne so Domino-Sachen gebastelt habe und teilweise auch so Domino aus Bierdeckeln, weil meine Oma hat so viele Bierdeckel gehabt und daraus haben wir gerne mal Kartenhäuschen gebaut früher und irgendwann habe ich das dann auch mal missbraucht für so Domino-Parcours. Und Domino Day habe ich früher auch unglaublich geliebt. Ja. Das sollte man auch nie unterschätzen. Das ist ein cooles Spiel. Was ein cooles Spiel? Ein cooles Event, wie ich finde. Gut, manche mögen argumentieren, das ist ein bisschen gammelig, aber wenn du dir allein mal anguckst, was die da so aufbauen und so, ja. Gut, die Inszenierung ist vielleicht ein bisschen lächerlich gemacht. Domino Day, bladem. Ja, aber. Gragnolbau, Organismen im Inneren geortet, anfällig gegen Explosionsstöße. Ja, die Dinger können wir dann auch mal scannen, wenn wir dabei sind. Und so jetzt schon 5 Energietanks. Krass. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Das ist eine ganze Menge. So, und jetzt sind wir bei der Station, wo wir hin sollten. Missile-Magazine sind Teil eines Waffenerweiterungssystems für das Kampfschiff. Steuerung erfolgt über das angrenzende Terminal.
Jo, das könnten wir jetzt gerade mal aktivieren. Okay. Und tschüss. Ah, da sind ein paar Wölfe, die uns noch ein bisschen nerven. Ja, also so Kettenreaktionen-Dinger, die habe ich immer schon geliebt. Ich selbst war nie so geschickt im Domino aufbauen oder so, aber... Ja. Allein diese Tatsache, eins führt zum anderen und so, das ist schon... Das ist in der Natur eines Physikers, dass man sowas gut finden muss. Kausalität und sowas. Ein Ereignis ist für ein anderes zuständig und so. Ja, passt auf jeden Fall zu dem Grundgedanken der Physik irgendwie. Zumindest unserer Physik. Nicht, dass OT-Gamer jetzt kommt wieder und Logik ist eigentlich nur ein vom System, vom Menschen aufgezwungenes System, was so wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Ja, das weiß ich. Aber von dem, was wir als Physik betrachten und was wir als Logik betrachten, ist es richtig. Bam! In den Arsch. Wunderbar. Und Headshot. Bam! Jawohl. Da, wo es am meisten wehtut. Also zumindest, wenn es ein Weibchen war, dürfte es da... Ja, ich weiß nicht. Ich habe ihn ja auch am Schwanz getroffen. Haha, habt ihr den verstanden? Das ist... Ja. Ist nicht so wichtig. Ich bin gerade ein bisschen seltsam drauf. Kann schon sein. Ja. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Nervosität wegen morgen, aber mein Gott. Das sollte man eigentlich mal ablegen. Eigentlich ist es ja auch... Ich habe zum Beispiel so ein... für die OP auch so ein... homöopathisches Mittel bekommen gegen Entzündung. Und gerade solche Dinge, die wirken ja eigentlich immer besser, wenn du dran glaubst, wenn du an deine Heilung glaubst, wenn du positiv daran gehst, dann dein Körper macht das. Ich glaube schon dran, dass so reine Psychologie durchaus helfen kann, um eine Krankheit oder eine Beschwerde irgendwie zu umgehen oder zu abzuschwächen, ja, und deshalb sollte man da eigentlich auch positiv rangehen. Ja. Dann machen wir das doch einfach mal, oder? So, warum sollte ich jetzt den Aufzug hier aktivieren? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich ganz gerne erstmal hier das Ding aktivieren. Okay, ich soll das drücken. Wenn ich das drücke, passiert was genau? Dann wird das Ding hochgefahren. Okay. Und jetzt soll ich da irgendwie hochgehen. Macht Sinn. Ja, ist auch jetzt eine coole Sache. Jetzt müssen wir hier irgendwie das Schiff hinrufen. Aber um das Schiff hier hinrufen zu können, müssen wir ein paar Dinge erledigen. Nämlich zum einen müssen wir die Luke öffnen ganz oben. Das wäre jetzt so der erste Vorschlag. Oder die erste... Muss ich jetzt hier rein? Eigentlich auch eher immer durchs leuchtende Ding, oder? Ach ja, hier waren Gitter vor, okay. Ja gut, dann macht es natürlich Sinn. Ja, da werde ich durch einen Luftstoß nämlich dann hochgemacht. Und jetzt haben wir hier eine Energiezelle, die müssen wir irgendwie noch rausziehen. Energiezelle geborgen. Derzeit im Inventar eine Energiezelle. Ja, mit den Dingern können wir später sogar noch was anstellen. Was genau werden wir dann auch bald erkennen können. Wird auch nur eine coole Sache werden, glaube ich, oder? Ja. Ja, geht so. Es wird ein bisschen gruselig werden vielleicht, aber es wird eine coole Sache. Ja, das Ding können wir zerstören, das wissen wir. Lüftungsschacht durch Metallabdeckung. Ja, und so bereite ich mich jetzt quasi innerlich ein bisschen auf das Morgen vor. Und, ja. Ihr könnt auch sagen, wenn euch das ein bisschen zu viel war, aber dieses Thema wird ja, wenn die Videos rum sind, vorbei sein, hoffe ich. Die einzige Befürchtung, die ich jetzt noch habe, ist, dass wenn ich morgen dahin gehe, die mir sagen, hey, sie sind nicht in der gesundheitlichen Verfassung dafür, diese OP auch hinter sich zu bringen. Kommen sie nochmal wieder. Darauf habe ich keinen Bock. Aber das ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass das passiert, behaupte ich mal. Also, ist hier nur ein Tag jetzt und dann nochmal eine Woche nachbeben und dann haben wir's. Und dann haben wir das auch kanalmäßig und dann kann ich mich ins neue Semester reinstürzen. Und in der Woche habe ich mir auch vorgenommen, ein bisschen was zu tun, von wegen nach Nebenfach gucken zum einen. Ja, ich war mir immer noch unsicher, was für ein Nebenfach ich mir holen soll. Bin ich auch noch weiterhin und da muss ich mich jetzt mal informieren. Da wollte ich morgen einfach mal Google anschmeißen und gucken, was andere Physikstudenten, dazu sagen.
Die haben ja auch eine Meinung und sowas kann man ja dann durchaus auch mal, ja. Weil die sollten einem eigentlich ja auch nahestehen. Das sind ja eigentlich deine Ansprechpartner für sowas, ja. Ob die dir dann empfehlen würden, das zu machen, was du so gedacht hast, oder ob die von manchen Nebenfächern abraten, die erstmal cool geschienen haben für Leute, aber dann doch nicht waren. Sowas würde mich halt mal interessieren. Jo. Jetzt noch mal ein paar Hebel aktivieren hier. Damit haben wir dann endlich die Luke aufgemacht. Geht doch. Wunderbar. So, und das war's dann hier auch schon? Ich hoffe es. Man kann Container kaputt machen, die GF freut sich. Ja, aber es ist auch ein bisschen, also, ja, diese Mischung hier aus technologisiertem, hier sowas zum Beispiel, das ist ja offensichtlich so eine Station von der GF, alles andere macht ja nicht so wirklich viel Sinn, weil, ja, muss ja so sein, das hier wird in der Natur wohl kaum so vorkommen, vor allem nicht diese Landestation und die Luke in der Decke. Also die GF muss diesen Planeten ja schon mal irgendwie gesäubert haben oder so, oder, ja, betreten haben zumindest, und jetzt sind diese Planeten eben irgendwie von den Piraten übernommen worden oder von den dunklen Sommes und bedroht oder was auch immer. So, und jetzt nutzen wir zum ersten Mal das, was wir vorher schon mal hatten. Und zwar unser Schiffsscanner quasi. Mit dem können wir unserem Schiff nämlich einen Landebefehl geben. Das ist auch eine Neuerung, die gibt es erst hier. Und mit unserem Schiff machen wir jetzt auch viel mehr, als hier nur immer nur durch die Gegend zu eiern. Das Schiff wird noch ein großer Partner von uns, das sage ich euch. Und auch ein ziemlich wichtiger Partner. Weil das Schiff hat einfach mehr Kraft und eine mächtigere Waffe, jetzt bald, wenn wir es hinter uns haben. Und das wird uns halt ganz, ganz, ganz viel helfen, dabei zum einen Terror zu überwinden, was wir nicht können, so. So, und jetzt können wir die Missiles endlich auch mal drauf fahren. Weil vorher konnten wir es natürlich nicht landen, weil diese Station hier noch ausgefahren war. Yay. Überblaster activated. Erweiterung des Kampfschiffs abgeschlossen. Neues Waffensystem installiert. Bordmissiles einsatzbereit. Z drücken, um das Kommandosymbol zu erfassen. Ja, machen wir dann. Genau. Und jetzt haben wir hier unseren gewünschten, ja, unser gewünschtes Upgrade für das Schiff erhalten. Und jetzt können wir hier aber nichts mehr machen, weil ihr seht, die einzige Möglichkeit, also hier geht's wieder zurück. Und hier hinten brauchen wir eine neue Waffe. Das heißt, hier sind wir jetzt durch in diesem Gebiet. So, und jetzt gilt es eigentlich nur noch mit unserer Waffe dann unser Schiff an Orte zu begleiten, wo wir ja, die Generatoren ausschalten können. Weil mit unseren Schiff-Missiles, so heißen die dann. Okay, jetzt werde ich nochmal angerufen, bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Ich muss mich echt erinnern, die ganzen Sachen rauszuschneiden und reinzuschneiden. Das wird ein Spaß mit der Session heute. das wird ein bisschen Arbeit, aber das kriegen wir schon hinter uns. Ich habe ja eh nächste Woche nichts zu tun. Also kann ich auch die ganze Zeit rendern und bearbeiten. Und eigentlich wäre sowas mal der perfekte Zeitraum, um irgendein Special vorzubereiten. Ganz im Ernst. So, jetzt müssen wir nochmal in den Glutherd. Das wäre echt ein perfekter Zeitraum dafür. Oder ich hätte alles, was ich jetzt habe, eigentlich aufheben müssen und bearbeiten und rendern und hochladen und Beschreibungen machen. Das hätte ich alles in der Zeit machen können, wo ich lahmgelegt bin. Aber das Problem ist, ich kann halt immer nur eine Session machen und die Rohdateien speichern davon. Weil wenn ich zwei Sessions mache, ist meine Festplatte voll. Weil so eine Session hat schon mal 300, 400 GB. Ja, meine Festplatte hat zwar 1 GB, aber eigentlich nur 700 effektiv und dann noch davon, keine Ahnung, ein bisschen was weg. Nee, das auch nicht. Also ich glaube, ich habe schon noch 800 effektiv frei, aber willst ja auch nicht komplett bis zum letzten aus. Also zwei Sessions würden vielleicht passen. Das Problem ist halt, Pikmin ist auch noch ein bisschen größer, weil HD und so, ne? Deshalb passt das dann nicht mehr auf die Festplatte. Ja. Es wäre echt eine gute Zeit gewesen. Aber wie gesagt, deshalb nutze ich dann die nächste Woche auch, um ein bisschen mich um Uni-internes zu kümmern. Vielleicht jetzt nicht direkt am ersten Tag, ja, das ist auch ganz klar, weil da werde ich dann wahrscheinlich auch andere Dinge zu tun haben, weil mir erstmal alles wehtut und ich dann erstmal auch damit zurechtkommen muss, ja. Aber keine Ahnung, wenn so eine halbe Woche rum ist, dann sind die Schmerzen ja nicht mehr so ganz vorhanden. Sommer schreit auch schon, wie ihr merkt, also. Ah, da oben kann man noch was aktivieren. Das sehe ich doch. Aber das bringt nichts, oder? Wie kommen wir denn hier hoch überhaupt? Kommen wir hier irgendwie hoch? Ja, hier kommen wir nur hoch, wenn wir, ja, wenn wir hier durch die Dinger gehen.
Ja, dafür brauchen wir dann auf jeden Fall noch ein Upgrade. Das ist ein bisschen blöd. Oh mein Gott, was willst du machen, ne? Dafür können wir hier jetzt den Abkürzungsweg gehen, den wir eben freigelegt haben. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Ja. Und dann werde ich mich ein bisschen um Unikram kümmern. Jetzt nicht inhaltlicher Natur, sondern wie gesagt eher organisatorischer Natur. Und das wird dann auch ganz in Ordnung, glaube ich. Und dann treffe ich mich wahrscheinlich nochmal irgendwann mit ein paar alten Schulkumpels, mit denen wir uns eigentlich auch eher regelmäßiger getroffen haben. Jetzt in letzter Zeit aber weniger, weil einer davon, wie gesagt, weg war. Und ja, die anderen. Ich weiß nicht, in Ferien läuft sich das alles so ein bisschen auseinander. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ja, wie ihr das so empfindet, mit Schulkumpels oder so, kennt ihr das ja bestimmt auch. Hier hätten wir mal lang gehen können. Hier gab es doch auch noch was, oder? Ja, hier gab es noch ein Missile. Missile. Container? Nein, 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 nein. Okay. Ja, haben wir schon wieder einen verpasst. Das ist unglaublich. Dafür nehmen wir die jetzt ja alle mit. Das ist ja wunderbar. Ja. Also wenn ihr wisst, dass ich irgendwo einen vergessen habe, könnt ihr mir das auch gerne schreiben, weil früher oder später hole ich sie sowieso alle und wenn einer mal auf dem Weg liegt, dann können wir uns das halt ersparen für später. Ja, so richtig cool mache ich das jetzt nicht. Den hätte man im Übrigen auch. Ich weiß nicht, hätte man den vorher auch schon holen können? Kann sein, bin ich mir unsicher. Indem man halt viel Schaden nimmt, ne? Könnte sein, will ich jetzt aber nicht unbedingt beschwören. Kann auch sein, dass ich falsch liege. So, zack, Piraten, 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 Piraten. Ich glaube auch, die nehmen leider nicht mehr Schaden, wenn man einen Headshot macht oder so. Ja, so logisch ist das Spiel dann leider nicht. Es ist aber auch schwierig. Also, ja, Matchet legt ja nicht den Wert darauf, ein perfekter Shooter zu sein. Matchet legt ja mehr Wert auf die Atmosphäre, auf die Rätsel, auf die Items an sich. Und nicht so auf die Shooter-Elemente, das ist ganz klar, ja. Deshalb haben wir hier auch nicht so viele verschiedene Waffen. Deshalb können wir taktisch zwar schon ein bisschen was kombinieren, aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, mein Gott, ist das innovativ. Das ist ganz klar. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, was hier so geht, weil ich meine, hier wären jetzt schon starke Gegner am Werk. Genau. Jetzt haben wir hier nämlich Luftpiraten. So, die können erstmal ein Eismissile fressen. Und dann können sie nochmal sowas fressen. Und dann. Ja. Ich glaube, die muss man sogar killen, damit man hier am Ende auch an das drankommt, was man will. Glaube ich. Weiß ich aber nicht mehr. Jo. Und dann können wir uns auch dem letzten Generator widmen. Glaube ich. Wie waren das nochmal? Irgendwas musste man noch hier machen. Die Dinger kamen noch unendlich nach, oder? War das nicht sogar so? Wow. Das war ein bisschen krass. Genau, man muss die Dinger hier aktivieren. Störsender blockiert Schiffskommandos. Command-Visor benutzen, solange Sender aktiv ist. Okay. Ah, okay, ja, ich weiß, wie es gemeint ist. Ja, ich verstehe es. Weil jetzt können wir hier die Dinger umlegen. Und Command-Visor ist nämlich unser Schiffsvisor. Den können wir jetzt aktivieren. Und ja, wenn wir nicht blöd sind, können wir den auf dieses Ding hier schicken. Und jetzt kommt unser Schiff an und wirft seine Raketen. Bam! Genau. Weil die Piraten hatten das Ding verbarrikadiert und jetzt haben wir es wieder geöffnet. Weil wir hier offensichtlich lang müssen, ne? Das ist eine coole Sache, ja, dass man sein Schiff jetzt so interaktiv benutzt und auch in Kämpfen rausholen muss. Das ist auch eine Sache, die ist ziemlich neu und das zeichnet Metroid Prime 3 ja aus. Von einem von euch hatte ich ja gehört, dass er Metroid, also die Prime-Teile auch in der Reihenfolge am liebsten mag, wie sie erschienen sind. Ja, kann man durchaus nachvollziehen, weil der dritte Teil sticht echt ein bisschen aus der Reihe, muss man sagen. Oh, das ist jetzt natürlich nicht so geil. Das machen wir lieber ein bisschen anders. Da gehen wir lieber einfach durch. Weil da hätten wir so oder so Schaden genommen, weil so schnell hätte ich die nicht killen können. Ja. Wie gesagt, der sticht ein bisschen aus der Reihe, kann ich verstehen, aber die ersten beiden habe ich ja schon LP'd und deshalb wollte ich den dritten auch hier auf jeden Fall nochmal hinterherhauen. Und vielleicht besteht ja irgendwann nochmal die Möglichkeit, dass ich zumindest den zweiten Teil nochmal als Let's Play Again machen werde. Hatte ich sowieso auch überlegt, ob ich nochmal alle LPs, die ich mit Kamera damals gemacht habe, der hat ein bisschen dumm dagestanden eben, ob ich alle diese LPs nochmal nachholen will. Oh, Headshot bringt doch was, oder? Ich hätte ihm doch jetzt einen Headshot gegeben. Und das hat, es sah zumindest so aus, als hätte es Schaden gemacht.
So, und jetzt müssen wir hier hin und jetzt können wir hier nämlich unser Schiff hinschicken und angreifen lassen. Auf den Schildgenerator hier. Bäm! Und das hat reingehauen. Die Nachexplosion ist jetzt zwar ein bisschen unlogisch, aber egal. So, und das hat den Schild schon mal ein bisschen außer Kraft gelegt. Aber, wir erinnern uns, es gab zwei Schildgeneratoren. Und der andere Schildgenerator, der lauert im Dornendickicht und den gilt es jetzt zu finden. Aber das, meine Freunde, machen wir beim nächsten Mal. Denn ich habe jetzt keinen Bock mehr. ja, was heißt, ich habe keinen Bock mehr. Irgendwann wird es dann auch zu viel mit der Session. Die Session hier kam jetzt auch mal wieder ein bisschen weniger hektisch vor, ein bisschen mehr... Es ist bei mir immer so. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist oder ob es mir nur so vorkommt. Ich finde die erste Session, die ich zu einem Projekt mache, immer ein bisschen hektisch. Zum einen, weil ich halt viel erklären will. Das ist ja ganz... Kannst du mal aufgehen, Tür? Dankeschön. Zum einen, weil ich natürlich viel erklären will. Das ist bei jedem LPer so. Das betrifft aber meistens auch eher nur den ersten Part. Und zum anderen, wenn ich halt was erklären will, und dann denke ich mir die ganze Zeit, ich habe irgendwas vergessen. Und deshalb leidet dann das... Ah, das hier sind die, die ich meinte. Die kann man nur sinnvoll mit den Ice Missiles beschießen. Oder nur mit Raketen sinnvoll beschießen. Das einzig Blöde, was ich jetzt hier bei den Ice Missiles zu kritisieren habe, oder auch an späteren Waffen, die wir bekommen, die ersetzen immer die vorigen. Das bedeutet, wir haben jetzt keine normalen Missiles mehr. Ja, also wir können jetzt nicht entscheiden, schieße ich normale Missiles oder Ice Missiles, sondern wir haben jetzt nur noch Ice Missiles. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht, wie ich finde. Also ich würde es cooler finden, wenn man die behalten könnte. Aber das ist jetzt auch eher eine Nuance und nichts, was man sonderlich betonen müsste. Von daher ist es schon in Ordnung, ja. Aber wie gesagt, das ist halt bei mir in der ersten Session von dem Spiel immer ganz schwer. Deshalb fange ich auch echt ungern neue Projekte an, obwohl ich von vielen anderen LPern weiß, zum Beispiel auch von Hering, ja, der freut sich immer, wenn er ein neues Projekt starten kann. Bei mir ist es irgendwie immer ein bisschen umgekehrt. Ich mag die erste Session bei einem Projekt nicht, aber danach habe ich mich dann irgendwie reingefunden und dann wird's cool. Das ist, eine bisschen seltsame Eigenheit, aber, naja. So, an der Stelle würde ich gerne beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann machen wir das Dornendickicht mit, vollständig repariertem Mundraum und, hoffentlich weniger Gejammer. Ansonsten hoffe ich, euch hat's gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.